Wir befinden uns hier auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlagers Stalag 17b in Krems-Kneixendorf, über das wir vier Schülerinnen und Schüler der HLF Krems eine Diplomarbeit verfassen durften, da die Geschichte des Lagers auch heute noch für viele Kremser ein großes Fragezeichen ist. Dieses Fragezeichen symbolisierte Christian Gmeiner mit vier Gedenktafeln an jeder Ecke des ca. 1 Quadratkilometer großen Lagers. Ich bin die Lea Glatzl. Ich bin genauso wie die Francesca Kastner an der HLU Wiesbadal jetzt 5 Jahre zur Schule gegangen. Und in unserer Diplomarbeit geht es um die Auswirkungen von psychoaktiven Substanzen auf Fischorgane, weil es sind wirklich viele Restbestände von psychoaktiven Substanzen in unseren heimischen Gewässern, allgemein auch überall auf der Welt. Und psychoaktive Substanzen können sehr schlecht von der Kläranlage aus dem Wasser wieder entfernt werden und haben somit einen Einfluss auf das aquatische Leben.